Ob im Flugzeug, in der Bahn oder beim Kunden vor Ort. Auch unterwegs arbeiten zu können, ist nicht nur für Vertriebler, Handwerker und Chefs ein spannendes Thema. Ein absolutes Standardgerät für jeden, der mobil arbeiten möchte, ist das Smartphone. Daneben ist aber auch ein Tablet oder Notebook unerlässlich. Welche Vor- und Nachteile die beiden Varianten mit sich bringen, erfahren Sie in unserem Video Tablet oder Notebook. Damit Ihnen unterwegs nicht der Saft ausgeht, sollten Sie auch immer eine Powerbank griffbereit haben. So können Sie Ihre Arbeit auch noch beenden, wenn weit und breit keine Steckdose vorhanden ist. Mein Tipp? Mittlerweile hat man zwar an vielen Orten wie Cafés oder auch in der Bahn Zugang zu Steckdosen, leider sind meist viel zu wenige davon vorhanden. Deshalb lohnt es sich auch, eine Mehrfachsteckdose im Gepäck zu haben. So können Sie, wann immer Sie eine Steckdose finden, die Akkus aller Geräte parallel aufladen. Sie reisen immer wieder in verschiedene Länder? Naja, die beste Mehrfachsteckdose bringt nichts, wenn der Stecker nicht passt. Deshalb sollten Sie einen Reiseadapter nicht vergessen. Dieses blattsparende Modell hat den richtigen Stecker für über 200 Länder weltweit. Wann immer Sie in der Öffentlichkeit arbeiten, wird Sicherheit ein großes Thema. Deshalb sollten Sie darauf verzichten, Ihre sensiblen Daten über einen öffentlichen WLAN-Hotspot zu senden und stattdessen entweder einen eigenen WLAN-Hotspot installieren oder über eine sichere VPN-Verbindung ins Netz gehen. Das hilft natürlich nicht, wenn Ihr Sitznachbar fröhlich auf Ihrem Display mitliest. Eine Blickschutzfolie kann hier leicht Abhilfe schaffen. Diese lassen sich leicht anbringen und ablösen und schützen nicht nur vor allzu neugierigen Blicken, sondern reduzieren auch die Blendung des Bildschirms, was Ihre Augen Ihnen danken werden. Nur kurz zur Toilette und schon ist das Notebook weg. Damit das nicht passiert, sollten Sie, wann immer Sie Ihren mobilen Arbeitsplatz auch nur ganz kurz verlassen, Ihr Notebook mit einem Notebook-Schloss gegen Diebstahl sichern. Damit Sie Ihre Mitmenschen nicht stören, aber auch der Lärmpegel Ihrer Umgebung Sie nicht von der Arbeit abhält, sollten Sie immer Kopfhörer mit dabei haben. Am besten sind hier Modelle mit Freisprecheinrichtung geeignet. In-Ear-Kopfhörer sind hierfür allerdings nicht zu empfehlen, denn nach Stunden des Tragens ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihnen die Ohren schmerzen. Wenn Sie mobil arbeiten, heißt das nicht automatisch, dass Sie auch papierlos arbeiten können. Denn häufig bestehen Behörden darauf, Dokumente in gedruckter Form zu erhalten. Damit Sie nicht darauf angewiesen sind, den nächsten Copyshop zu suchen, gibt es mobile Drucker, die sowohl von den Abmessungen als auch vom Gewicht her gut zu transportieren sind. Wie auch am Arbeitsplatz im Büro ist es sinnvoll, unterwegs Notizblock und Stifte zur Hand zu haben. So können Sie schnell Notizen machen, wenn Sie zum Beispiel am Telefon sind und Ihr Notebook gerade nicht an ist. Für Fans der Digitalisierung gibt es auch hier eine smarte Variante. Alles zusammen, aber wohin jetzt mit dem ganzen Zeug? Zum Beispiel in eine solche Laptop-Tasche. Sie bietet nicht nur genügend Stauraum für Ihr Notebook inklusive Adapter, auch die anderen Utensilien finden mühelos einen Platz. Und wenn Sie Rucksack oder Trolley zum Transport Ihres mobilen Büros bevorzugen, finden Sie den richtigen und alle weiteren gezeigten Artikel in unserem Onlineshop.